Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, herzlich willkommen zur mittlerweile schon vierten und damit schon fast traditionell gewordenen digitalen Neujahrsansprache eines Rothenburger Oberbürgermeisters. Zusätzlich zum Videoformat konnte man meine Ansprache auch am Silvesterabend auf unserem Marktplatz hören. Ich möchte das auch in den kommenden Jahren so handhaben. Sie haben also zukünftig die freie Auswahl, live vor Ort am Silvesterabend oder eben als Videoaufzeichnung im Internet. Beginnen möchte ich mit einem Blick auf die weltpolitische Situation. Diese ist leider nach wie vor von kriegerischen Auseinandersetzungen geprägt. Zum bereits viel zu lange andauernden Krieg zwischen Russland und der Ukraine ist nun auch noch der Krieg im Gazastreifen dazugekommen. Dass dieser bis zur Veröffentlichung dieses Videos bereits beendet sein wird, wage ich nicht zu hoffen. Wir können aber zumindest hoffen, dass sich der Krieg im Nahen Osten nicht noch weiter ausweitet. Ähnlich schwierig wie die Situation auf der Weltbühne ist auch die Lage in Deutschland. Die Preise für Lebensmittel, Wohnraum und insbesondere Energie sind nach wie vor viel zu hoch und so stagniert die wirtschaftliche Entwicklung schon seit vielen Monaten. Leider geht diese Entwicklung auch an Rothenburg nicht spurlos vorüber. Viele unserer Unternehmen durchleben schwierige Zeiten. In der Folge sind auch die Steuereinnahmen unserer Stadt massiv eingebrochen. Die Aufstellung des Haushalts für das kommende Jahr wird eine echte Herausforderung. Der Zwang zum Sparen wird einige unangenehme Entscheidungen nötig machen. In dieser schwierigen Situation bin ich sehr dankbar, dass die Kolleginnen und Kollegen im Stadtrat stets konstruktiv und vertrauensvoll zusammenarbeiten. Dafür auch an dieser Stelle einen ganz herzlichen Dank. Ich bin sicher, dass uns die ruhige, sachorientierte Arbeit im Stadtrat dabei helfen wird, die anstehenden Herausforderungen zu lösen. Sie sehen, es ist momentan nicht ganz einfach, aber das wussten Sie ja schon. Und so will ich meine Ansprache nicht darauf verwenden, Ihnen im Detail zu schildern, wo es überall Problemstellungen zu bearbeiten gibt. Ich möchte das Gegenteil tun. Ich möchte Sie einladen, mit mir zusammen einen Blick auf die Dinge zu werfen, die gut laufen. Und ich hoffe, dass Sie am Ende erkennen, dass es uns trotz aller Krisen und Probleme doch erstaunlich gut geht hier in Rothenburg. Meinen Überblick über die positiven Aspekte möchte ich mit den Dingen beginnen, für die die Stadt Rothenburg selbst verantwortlich zeichnet. Ganz an den Anfang stellen möchte ich unseren Campus Rothenburg der Hochschule Ansbach. Dieser ist ja in unserem ehemaligen Luitpold-Schulhaus untergebracht. Bislang hat die Stadt das Gebäude der Hochschule Ansbach kostenlos überlassen. Der entsprechende Überlassungsvertrag ist Ende September ausgelaufen. Zwischenzeitlich ist es uns nun gelungen, einen regulären Mietvertrag über das Luitpold-Schulhaus abzuschließen. Die Zeit der kostenlosen Überlassung ist damit beendet und wir erhalten eine durchaus ansehnliche Mietzahlung. Der Vertrag ist auf 10 Jahre geschlossen. Dadurch ist die Zukunft unseres Campus gesichert und wir können die kommenden Jahre daran arbeiten, den Campus weiter auszubauen. Ziel wird dabei bleiben, in Rothenburg auch Präsenzstudiengänge anzubieten. Und um dieses Ziel zu erreichen, haben wir jetzt erstmal mindestens 10 Jahre Zeit. Ebenfalls positive Nachrichten gibt es von unserem Rothenburg-Museum zu vermelden. Die rund 2 Jahre lang vakante Leitungsstelle konnte zum 1. Oktober wieder besetzt werden. Mit Frau Inga Benedix konnten wir eine äußerst kompetente und sehr fleißige neue Museumsleiterin gewinnen. In den wenigen Wochen, die sie hier ist, hat sie bereits viel bewegt. Insbesondere ist es ihr gelungen, eine Kooperation mit dem Verein Kulturerbe Bayern e.V. vorzubereiten. Kulturerbe Bayern ist Eigentümer des spätmittelalterlichen Hauses Judengasse 10. Bei der Judengasse 10 handelt es sich um ein Denkmal von nationaler Bedeutung, in dem sich die älteste Mikwe Bayerns befindet. Dieses jüdische Ritualbad wird zukünftig exklusiv vom Rothenburg-Museum für Besucher geöffnet werden.
Dadurch entsteht eine direkte Verbindung zwischen der Judaica-Ausstellung im Museum zur Judengasse 10. Das stärkt unser Museum und erlaubt eine ganzheitliche Darstellung der jüdischen Geschichte in unserer Stadt. Ein weiterer Baustein, der sich gut entwickelt hat, sind die städtischen Veranstaltungen im Jahreslauf. Die altbewährten Highlights wie die Reichstadttage und der Weihnachtsmarkt waren sehr gut besucht. Vor allem aber ist es uns gelungen, im Sommer wieder unser Weindorf anbieten zu können. 2022 ist es ja leider ausgefallen. Im vergangenen August konnte es aber wieder stattfinden und hat unzählige begeisterte Besucher angelockt. Unsere erfolgreichen Veranstaltungen haben einen ganz wesentlichen Anteil daran, dass Rothenburg auch weiterhin als erstklassiges Reiseziel wahrgenommen wird. Und so wurde auch im Jahr 2023 Rothenburg bei einer groß angelegten Umfrage der Deutschen Zentrale für Tourismus unter die attraktivsten Sehenswürdigkeiten ganz Deutschlands gewählt. Unter den Top 100 haben wir im vergangenen Jahr den 4. Platz belegt. Vor uns in der Liste befinden sich nur kommerzielle Freizeitangebote. Rothenburg ist damit zum 3. Mal in Folge zur attraktivsten Stadt in ganz Deutschland gewählt worden. Auch in zahlreichen anderen Rankings nehmen wir Spitzenpositionen ein. Und so ist es kein Wunder, dass wir erneut einen Übernachtungsrekord bei deutschen Gästen verbuchen konnten. Von den internationalen Gästen her sind wir zwar noch nicht wieder auf dem Vor-Corona-Niveau, der Trend geht aber auch in diesem Bereich deutlich nach oben. Wenn man bedenkt, dass in Teilen Europas ja noch Krieg herrscht, sind das schon sehr beachtliche Feststellungen. Ein weiterer Erfolg ist, dass wir die kommunale Abfallwirtschaft ohne größere Probleme an den Landkreis Ansbach abgeben konnten. Seit 1. Oktober sind wir als Stadt bei der Abfallentsorgung nicht mehr selbstständig. Wir sind Teil einer größeren Einheit geworden. Dies hat für die allermeisten von Ihnen den positiven Nebeneffekt, dass Sie ab sofort deutlich weniger Geld für die Müllentsorgung bezahlen müssen. Vergleichen Sie einfach Ihren aktuellen Bescheid, den Sie vom Landkreis Ansbach erhalten haben, mit dem letzten Bescheid, den Sie von der Stadt Rothenburg erhalten haben. Und dann muss man noch wissen, dass die Gebührensteigerungen in Rothenburg in Zukunft deutlich größer gewesen wären, als es beim Landkreis Ansbach der Fall ist. Außerdem bietet der Landkreis eine Rückerstattung an, wenn man mal eine Leerung nicht in Anspruch nimmt. Und es gibt die sehr komfortable Abfall-App des Landkreises mit Push-Benachrichtigungsfunktion. Falls Sie diese noch nicht kennen, probieren Sie sie doch einfach einmal aus. Die Rückgabe der Rothenburger Abfallwirtschaft an den Landkreis Ansbach war ein Mammutprojekt, das sich aber schon jetzt als richtig herausgestellt hat. In diesem Zusammenhang darf ich den zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Landratsamt ganz herzlich danken für die hervorragende Zusammenarbeit im Rahmen der Umstellung. Im Zuge der Neuaufstellung der Abfallwirtschaft in Rothenburg wurde auch ein neuer Wertstoffhof eingerichtet. Bislang wurde der Rothenburger Wertstoffhof von einer Privatfirma am Igelsbach betrieben. Seit dem 1. Oktober befindet sich unser Wertstoffhof an unserer Deponie an der Gotsteige. Es ist der aktuell modernste Wertstoffhof im ganzen Landkreis und er wird sehr gut angenommen. An weiteren Erfolgen der vergangenen Monate war und ist die Stadt ganz maßgeblich beteiligt, auch wenn wir nicht in allen Bereichen allein verantwortlich für die Entwicklungen sind. Der wichtigste dieser Bereiche ist der Glasfaserausbau. Außerhalb unserer Altstadt werden ja schon seit längerem entsprechende Leitungen verlegt. Die damit verbundenen Bauarbeiten sind bisweilen nervig, sie machen Dreck und nicht immer läuft alles so glatt, wie wir es gerne hätten. Aber eines ist sicher, es ist den Aufwand wert. Durch den Ausbau des Glasfasernetzes wird unsere Stadt zukunftsfähig. Und das gilt insbesondere auch für unsere Altstadt. Anfangs war diese nicht für den Glasfaserausbau eingeplant.
In sehr guten Gesprächen mit den Verantwortlichen der Deutschen Telekom konnten wir diese aber davon überzeugen, auch die Altstadt komplett mit Glasfaser bis ins Haus zu versorgen. Das ist ein echter Meilenstein, der ganz neue Perspektiven für zukünftige Arbeitsformen in unserer Altstadt eröffnet. Es gibt immer mehr Menschen, die ihre Arbeit von zu Hause aus erledigen können. Alles, was diese Menschen brauchen, ist ein schneller Internetzugang. Und was wir hier in Rothenburg darüber hinaus bieten können, ist eine der schönsten Altstädte Deutschlands. Diese Trumpfkarte müssen wir spielen. Wenn der Glasfaserausbau in der Altstadt abgeschlossen ist, wollen wir ganz gezielt sogenannte digitale Nomaden zur Sesshaftwerdung in unserer einzigartigen Altstadt einladen. Der nächste Bereich, aus dem es gute Nachrichten zu vermelden gibt, sind unsere Schulen. Unsere Toppler Grundschule wird in den kommenden Jahren erweitert werden. Im Rahmen dieser Erweiterung wird dann auch der Bereich für die Ganztagsbetreuung deutlich vergrößert. Bis mit dem Neubau begonnen wird, wird es zwar noch einige Zeit dauern, wir haben aber bereits das dafür nötige Nachbargrundstück erwerben können und sind bereits mitten in der Planungsphase. Über die Planungsphase bereits weit hinaus sind wir bei unserer Valentin-Ickelsamer Mittelschule. Hier wird bereits seit vielen Monaten fleißig gebaut. Insgesamt investiert der Schulverband unserer Mittelschule, an dem die Stadt mit ca. 50% beteiligt ist, knapp 40 Millionen Euro. Das denkmalgeschützte Schulhaus wird nach neuesten pädagogischen Erkenntnissen umgestaltet, um unseren Schülerinnen und Schülern eine optimale Lernumgebung bieten zu können. Und auch an den anderen Schulen in Rothenburg finden unsere Schülerinnen und Schüler hervorragende Lernbedingungen vor. Die weiteren Schulen in unserer Stadt haben aber jeweils andere Träger, zum Beispiel dem Landkreis Ansbach. Diesem sei für die hervorragende Ausstattung seiner Schulen in unserer Stadt herzlich gedankt. Das waren doch schon eine ganze Reihe guter Nachrichten. Den wichtigsten Grund aber, warum es sich bei uns in Rothenburg trotz aller Herausforderungen so gut leben lässt, den habe ich mir für den Schluss aufgehoben. Dieser Grund sind Sie, meine lieben Rothenburgerinnen und Rothenburger. Wie ich das meine? Nun, als Stadt können wir zwar viel tun, um Rothenburg zu einer lebens- und liebenswerten Stadt zu machen. Wir kümmern uns um Kindergärten, Schulen, Straßen, Wasser, Abwasser, Strom, Internet und vieles mehr. Wir fördern Kunst und Kultur, wir unterstützen unsere Vereine, wir führen zahllose Veranstaltungen durch und so weiter und so weiter. Aber all diese Dinge können nur einen Rahmen bilden. Wir können nur Angebote schaffen. Erst durch Sie als engagierte Bürgerinnen und Bürger wird all das mit Leben gefüllt. Jeder von Ihnen, der sich ehrenamtlich engagiert, macht Rothenburg lebenswert. Dabei ist es völlig egal, ob Sie in einem Sportverein Kinder und Jugendliche betreuen, ob Sie in der Tafel Essen an Bedürftige ausgeben, ob Sie bei einer unserer Feuerwehren oder beim Festspiel mitmachen, ob Sie sich um Geflüchtete kümmern oder ob Sie Menschen begleiten, die sich in ihrer letzten Lebensphase befinden. Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Jeder von Ihnen, der seinen Mitmenschen mit Respekt und Toleranz begegnet, macht diese Stadt lebenswert. Und auch jeder von Ihnen, der seinen Mitmenschen einfach mal mit einem Lächeln begegnet, macht diese Stadt lebenswert. Obwohl wir hier in Rothenburg nur knapp 11.500 Einwohner haben, haben wir eine unglaubliche Anzahl an Vereinen, Kunst- und Kulturinstitutionen, Helferkreisen und vieles mehr. Als Oberbürgermeister kann ich für all dieses Engagement nur von ganzem Herzen Danke sagen. Danke, danke, danke. Ich wünsche Ihnen allen nur das Beste für das neue Jahr 2024. Vielen Dank.